Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Digimon Cyber Sloth 2 in Hacker's Memory. Ja, ich bin hier auf meiner etwas früheren Spielstände, also gut, viel früher auch nicht, aber ich habe nämlich bei mir jetzt schon, wo war es jetzt, normal, hier die Revierübernahmenkämpfe gemacht. Und wenn ihr den da hier geht es nur so? Okay. Wenn ihr den hier macht, bekommt ihr nämlich die fundamentalen wichtigen Bestien-Sachen für. Ich zeig's euch gleich. Wir gehen jetzt nämlich hier raus. Ich habe die schon einmal ready gemacht. Einmal. Ich sag's jetzt extra noch nicht. Einmal. Feuer, vielleicht kannst du ein oder andere schon denken. Hier sind wir schon irgendwo anders, ne? Hier, Lobermann. Guckt euch das an. Und falls ihr in Front hier, könnt ihr Kendogarumon und Burning Greymon zustande bringen. Schon mal seid dazu gesagt, ihr braucht 20 Fähigkeitspunkte erforderlich, wahrscheinlich später noch mehr. Um dann auf die Ultra-Session zu wechseln. Mal schauen, ob ihr das auch hinkriegt. Keine Ahnung. Sollte auf jeden Fall nicht so schwer sein. Ich habe mir natürlich wieder um die Freundschaft, also das Karma, oder wie man das jetzt aussprechen will, zu erhöhen, habe ich mir die bestes Fleischding gegönnt. Und ja, war eigentlich ziemlich schnell voll. War auf jeden Fall cool. Dafür, was ihr dazu braucht, ist einfach mal entweder Agunimon, das heißt zuerst mal, wie hieß das Ding nochmal? Agumon und Gabumon. Hier sieht man es auch noch gerade, Gabumon, dann Lobumon und dann Kendogaruhumon. Bestien Lichtgeist bekommt ihr dann. Ja, ist auf jeden Fall eine schnieke Sache, kann man so stehen lassen. Wir gehen jetzt hier wieder, denn wir haben noch ein Date, muss ich so sagen. Und zwar mit drei, und die werden wir jetzt heute angehen. Und ich bin jetzt so froh, habe ich das jetzt auch gefunden, weil ich bin gar nicht damit, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die dort finde, ne? Bei diesen Revierkämpfen und ja, war dann ziemlich erstaunt drüber. Jetzt habe ich eigentlich nur noch die Verluste und die eben, es sind sogar vier. Ne? Es sind sogar vier Missionen. Welche wollen wir denn? Ich glaube, wir fangen mal mit Fossilen Paradies an. Elefantmann-Medaille. Kenne ich zwar nicht so, aber okay. Im Museum haben die Digimon niedergelassen. Ich sollte mehr herausfinden. Ich habe schon gewartet, alle übernehmen hat, also übernommen hat. Danke. Ich bin der Direktor dieses Museums. Es freut mich, dich kennenzulernen. Sehen irgendwie alle teilweise gleich aus. Und da keine Nase. Oder zumindest keine sehenswürdige Nase. Also man sieht sie nicht. Also der Fall. Wie du sehen kannst, wurde das Museum aufgrund des seltsamen Phänomens in letzter Zeit schwer beschädigt. Bevor wir mit den Reparaturen beginnen können, muss der Schaden geschätzt werden. Aber einige große Digimon, so, na diese Monster jedenfalls, sie haben einen Teil des Museums besetzt. Niemand kommt an sie heran. Ich möchte, dass du etwas deswegen unternimmst. Unser Zeitplan ist sehr straff, also muss es so bald wie möglich erledigt werden. Kein Problem. Danke, die Digimon besetzen einen Bereich weiter drin. Viel Glück. Laut des Direktors sind die Digimon weiter im Inneren. Ich schaue mir das mal an. Okay, mal schauen. Und natürlich Platinum Numemon habe ich dabei, um mehr XP zu bekommen. Euer Ernst? Oh, ne Momenti. Da will ich jetzt mal was kurz testen.
Heiliges Licht. Bringt das was? Ja, bringt was. Ist der immerhin ein Ultra-Digimon? Ich will gucken, wie viel man bekommt dafür. Die sind sogar recht schnell down. Das ist doch ein Witz. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Nee. Zuerst mal beschleunigen. Danach. Ich bin so ein dummer. Aber zeig die Bild. Infermon und das andere Digimon, weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Geben mir auf jeden Fall 4,8 oder so. Das hier hätte ich sonst mal kurz als Farmpoint genommen. Aber gut, dann eben nicht. Aha. Ja, nö. Skull Greymon. Ja, das ist ein Witz. Das Digimon. Aber das Ding könnte ein bisschen problematischer werden. Ja, moin. Gleich beide. Komm nicht näher. Quailamon. Ah ja, das hatten wir auch mal. Dieses Ort gehört uns. Hau ab. Warum? Weil ihr ausgestorben seid? Oder wie? Na dann. Heiliges Licht. Vergiss mein Nicht. Okay, der brutalste hier ist schon down. Und dann. Ach, du kannst da wie normal angreifen. Na dann. Überlegene Kanone. Und boom. Ja, ich muss so angreifen, weil sonst hätte ich den nie down gekriegt und ich will kein. Das ist wegen sowas. Yes, und ich bekomme sowieso gleich ein Level Up. Auf Level 50 will ich Burning Greymon runterschrauben wieder bis praktisch, ja, keine Ahnung, auf Koromon oder so. Und dann will ich nochmal hoch upgraden, jeder bis auf Level 50 und dann sollte ich ungefähr genug haben. Autsch, ah. Wir hatten uns gerade häuslich eingerichtet. Ich dachte, wir könnten hier in Frieden leben. Nicht wirklich. Warum wir hier sind? Weil es wir ist. Willst du wissen, warum wir das hier zu unserem Revier gemacht haben? Wir sind einfach herumspaziert und plötzlich hier gelandet. Die Fossilien erinnern uns an unsere Heimat. Die sind irgendwie beruhigend. Keine anderen Digimon hatten diese zu ihrem Revier erklärt. Also haben wir es uns genommen. Wir wollten hier nur in Frieden leben. Könnt ihr eigentlich auch, aber nicht ihn angreifen. Warum wir dich angegriffen haben? Um unser Revier zu schützen. Wir können natürlich keine Eindringlinge erlauben. Aber wir haben verloren. Jetzt müssen wir es dir überlassen. Bitte, wir ehren uns. Du bist also nicht hier, um unser Revier zu stehlen. Dann tut es uns leid, dass wir dich angegriffen haben. Heißt das, dass wir hier bleiben können? Du willst mit dem Besitzer reden, das wissen wir zu schätzen, aber er muss wirklich wütend auf uns sein, bist du dir sicher? So, jetzt weiß ich Bescheid. Wenn ihr euch auf den Ausstellungsbereich beschränkt, könnt ihr hier bleiben. Wirklich? Ja, das geht in Ordnung. Ihr zwei hier gut rein. Danke, kein Ding. Aber wir haben ein schlechtes Gewissen, dass wir bei dir unterkommen können. Wir haben dir solche Umstände gemacht. Sag uns, wenn wir irgendwie helfen können. Echt? Werdet ihr bereit, bei den Reparaturarbeiten am Museum zu helfen? Wenn die Reparaturen erstmal begonnen haben, sollte es hier für euch viel gemütlicher sein. Wir würden gerne helfen. Dann sind wir uns also einig. Also, na, ihr kennt sicher noch aus dem Anime, ist ja eigentlich ein böses Digimon in diesem Sinne. Ist ja als Agumon, also, was war das? Also Greymon hatte ich ja digitiert aufgrund von, wie hieß der Hauptcharakter nochmal? Tai, genau. Aufgrund von Tais schlechten Gefühlen und wurde dann ziemlich auf jeden und alles sauer und hat alles angegriffen. Naja, immerhin gibt es auch gute Skull Greymons. Ist auch schon mal was, ne? Ah, tut mir leid, dass du warten musstest.
Danke, dass du diesen Fall gelöst hast. Jetzt habe ich sogar unerwartet Hilfe erhalten. Ich bin froh, dich für den Join geheilt zu haben. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich wieder Hilfe brauche. Auf Wiedersehen. Jo, kein Thema. Das war jetzt ein schnelles Unterfangen. Symbol. Elefantenmedaille. Blaues Aquarium. Durchsagen im Aquarium machen Leute traurig und apathisch. Finde die Ursache darüber. Also dafür heraus. Der Klient ist der Direktor des Aquariums. Wir haben ihm schon bei dem Diebstahlfall geholfen. Es muss noch etwas passiert sein. Ich werde ihn kontaktieren und um genauere Informationen zu dem Fall bitten. Ah, okay. Mach das mal. Hallo, ich bin der Direktor des Aquariums in Ikebukuro. Du erinnerst dich sicher an mich. Danke für die Hilfe mit dem Diebstahl. Wir haben wieder ein Problem und ich möchte nochmal die Hilfe von Hoodie in Anspruch nehmen. Danke, ich gehe davon aus, dass wir wieder Hacker am Werk sind. Seit kurzem passiert etwas Seltsames mit den öffentlichen Ankündigungen im Aquarium. Wenn es an den Geräten läge, könnten wir sie reparieren lassen, aber das ist nicht das Problem. Seit einiger Zeit brechen Kunden und Mitarbeiter, die eine Ankündigung hören, aus unerfindlichem Grund in Tränen aus. Nein, wir spielen keine traurige Musik, nur unsere üblichen Ankündigungen. Es steht fest, dass es nur passiert, wenn eine Ankündigung gemacht wird. Vielleicht hat sich jemand an den Geräten für die öffentlichen Ankündigungen zu schaffen gemacht. Wir haben die Ankündigungen erstmal eingestellt, aber das ist keine dauerhafte Lösung. Sie sind wichtig, um Gäste zu informieren, wann die Shows beginnen und wenn Kinder von ihren Eltern getrennt werden. Kannst du dich bitte darum kümmern? Na klar. Danke. Die Aquarium scheint vom Pech verfolgt zu sein. Oder das Aquarium. Ich gehe zuerst mal hin und frage wegen der Ankündigung herum. Zum Glück werden wir immer geportet, Nehmen wir zuerst mal Ryuichis Erinnerung erhalten. Als ich gerade eben die Fische betrachtete, fühlte ich mich plötzlich ganz traurig. Meine Mutter machte sich Sorgen um mich, aber ich weiß nicht, warum ich geweint habe. Eine Ankündigung? Ja, es gab viele Ankündigungen zu Delfinschauen und anderen solchen Sachen. Was, ein komisches Gefühl während der öffentlichen Ankündigung? Keine Ahnung, ich habe nicht zugehört. Aber ich habe jemanden gesehen, der vor einem Becken geweint hat. Vielleicht haben die Fische ihn zu Tränen gerührt. Ich glaube nicht. Ich denke, es ist ein Digimon, weil ein Mensch kann nicht dazu in der Lage sein. Du willst wissen, ob ich gesehen habe, wie jemand im Aquarium geweint hat? Ich habe mir mit Sicherheit nicht geweint. So eine Ankündigung würde einen ganz normalen Erwachsenen wie mich nie zum Weinen bringen. Was? Das ist eine normale Reaktion? Okay, ich erzähle dir, was passiert ist, wenn du... Als ich die Ankündigung hörte, hat mich die Traurigkeit übermannt und ich konnte die Tränen nicht zurückhalten, obwohl meine Freundin da war. Es war, als ob meine Gefühlswelt plötzlich Kopf stand. Es war ein sehr seltsames Gefühl. Ah, okay. Was ist das für ein seltsames Geräusch? Warum bin ich so unnütz? Ich halte es nicht mehr aus. Schnief, was ist bloß mit mir? Ich kann die Tränen nicht zurückhalten, Schluchz. Oh je, ich bin... traurig. Schniff, schniff. Okay. Was soll geht hier vor? Wir machen keine Öffentlichkeit. Keine Öffentlichkeit mehr, genau. Wir machen keine öffentlichen Ankündigungen mehr. Die Musik spielt von alleine. Schniff, schniff. Schnief, wir machen keine Ankündigung, aber der Wahnsinn geht weiter. Als Direktor bin ich ein Versager. Schluchz. Tut mir leid, ich weiß, ein erwachsener Mann sollte nicht so heulen, aber. Das muss das seltsame Phänomen sein. Zeigt es auf dich keine Wirkung, das ist nicht fair. Weil wir wahrscheinlich Hacker sind. Ich bin wohl immun. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass ein Digimon-Programm dahinter steckt. Wo das Geräusch herkommt, sollte ein Digimon sein. Ich schaue mich mal um. Was bist denn du für ein Geist, Digimon? Sieht geil aus. Ich wusste, dass ein Digimon hinter diesem seltsamen Phänomen steckt. Ja, das ist möglich. Ein Mensch, der nicht auf mein Geräusch reagiert. Du willst, dass ich aufhöre? Das kann ich leider nicht. Aber da du mich jetzt gefunden hast, muss ich weg. Nicht wirklich. Ich kann nicht zulassen, dass es entwischt. Ich muss ihm hinterher. Okay. Plesiomon muss noch in der Nähe sein. Ich schaue es mir mal an. Plesiomon.
Du hast mich wiedergefunden, ich bin beeindruckt. Wie schon gesagt, ich werde nicht aufhören. Ich hasse Menschen, die nicht zuhören. Nimm das, leidendes Blau. Ah, leidendes Blau. Das ist deine Angriffsattacke. Ne? Wie gefällt dir mein Spezialmove? Ist dir dein Kampfgeist abhanden gekommen? Genau, jedes Mal, wenn ich im Aquarium eine Ankündigung gemacht wurde. Also. Jedes Mal, wenn im Aquarium eine Ankündigung gemacht wurde, habe ich die Menschen mit leidendem Blau deprimiert. Was? Wie kannst du immer noch kämpfen? Das muss ich dich wohl auf altmodische Art und Weise besiegen. Ja, ja, versuch's ruhig. Aber Plesimon sieht ultra süß aus. Darf ich das mit nach Hause nehmen? Ja, ich kann... ich hasse es. Aber es macht schon gut Damage dafür, dass es nicht sehr effektiv sein soll. Ja, das tut definitiv weh. Hydro Water. Okay, interessant. Komm. Überlegene Kanone. Ich geb's dir, mein Freund. Oh, hast du so viel Schaden? Dann eben jetzt nochmal. Und das mit Gefühl, meine zwei schönen Digimon. Schöne New Face, mein Freund. 5000, das ist ja mal geil. Du hast mich besiegt, du bist die erste Person, deren Herz gegen mein leidendes Blau immun war. Tja, warum ich all diese Leute zum Weinen gebracht habe? Da du so ein würdiger Gegner warst, erzähle ich es dir. Aquarium sind Pärchen. Einer bestimmten Person gefällt das nicht. Ein gewisser Hacker, der Single ist, hat mich angehört, um sicherzustellen, dass Pärchen hier keinen Spaß haben. Er hat mir aufgetragen, meinen Spezialmove zu benutzen, um das Aquarium so unromantisch wie möglich zu machen. Er weinte und sagte, er würde mich bezahlen, also habe ich gesagt, dass ich es mache. Er hat mir leid getan. Vielleicht hast du recht, was ist mit dir? Gibt es jemanden, der dein Herz erobert hat? Ach, tut mir leid, ich wollte dich nicht deprimieren, ich habe noch nicht mal leidendes Blau benutzt. Du hast recht, ich habe nur verursacht. Ich habe nur versucht, jemandem zu helfen, aber für die Leute im Aquarium war es nicht besonders schön. Ich werde mich für all die Probleme, die ich verursacht habe, entschuldigen. Ha. Danke für alles. Die Polizei wusste überhaupt nicht, wie sie den Fall anpacken sollte. Wir haben unsere Ankündigung wieder aufgenommen. Jetzt ist wieder alles beim Alten. Was? Machst du dir Sorgen um Plesimon? Er hat uns wirklich eine Menge Probleme gemacht. Aber jetzt ist alles gut. Er hat sich immer wieder entschuldigt. Ich weiß, dass jemand es benutzt hat. Natürlich hat er versprochen, das nie wieder zu tun. Ich habe ihm vergeben. Ich weiß übrigens, welcher Hacker es war, der Plesimon benutzt hat. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er hält mich... Das Aquarium angeblich Leute unglücklich macht. Mit manchen Leuten kann man einfach nicht reden. Das Demon war viel vernünftiger. Jedenfalls habe ich die Polizei informiert, dass er versucht hat, das Aquarium zu manipulieren. Natürlich habe ich ihnen nur die wichtigen Dinge erzählt. Keine Bange, dein Name wurde nicht erwähnt. Cool. Es ist unverzeihlich, Leute zu schikanieren, wenn sie an einen Ort kommen, der sie glücklich machen soll. Ich werde dafür sorgen, dass er für seine Taten zahlt, bis er so viel heult, wie wir alle geheult haben. Ach ja, zusätzlich zu der üblichen Bezahlung möchte ich dir eine Karte geben. Es ist eine Karte für ein Pärchen. Wenn du mal frei hast, solltest du deine Freundin mitbringen. Moment mal, hast du überhaupt eine Freundin? Deine Entscheidung gefällt mir, wenn der Hacker nur mehr wie du wäre, was? Tut mir leid, alles wurde geklärt, aber irgendwie hat mich dieser Fall ziemlich runtergezogen. Immerhin, wir haben nicht durchgepaukt, ne? Und heute bin ich nicht so verleserisch, oder wie man das nennen möchte, Cybergeister. Nö, den Fall der Gefräßigkeit. Es gibt diesen hässlichen Typen, den ich nicht mag, der Sicherheitswall schützt ihn. Kannst du ihn deaktivieren? Na klar. Belzemon? Definitiv. Der Klient ist Belzemon. Ich werde es kontaktieren und
genaue Informationen zu bitten. Hi, Weltemann. Du bist der Hacker, der meinen Fall übernommen hat. Ich habe hohe Erwartungen. Unnützer Geplauder verabscheue ich, deshalb komme ich sofort zur Sache. Es geht um Skull Miramon. Trotz seiner unglaublichen Stärke ist er ein verachtenswerter Schuft, der es auf Schwache abgesehen hat. Ich möchte ihn gerne ausschalten, aber er ist extrem gerissen. Er benutzt ein Sicherheitsgerät der Menschen, um eine Barriere um sich herum aufzubauen. Ich gebe es nur ungern zu, aber es ist mir nicht möglich, diese Barriere zu überwinden. Ich möchte, dass du sie deaktivierst. Ursprünglich Menschen entwickelt, dass du ein menschlicher Hacker bist, soll das für dich ein Kinderspiel sein. Und wenn sich dir die Gelegenheit bietet, ihn zu besiegen, muss ich mir nicht die Mühe machen. Aber das überlasse ich dir. Warum ich Skull Miramon vernichten möchte? Ich verachte Individuen wie ihn. Verstehe mich nicht falsch. Ich will keine absurde Behauptung machen, dass die Starken die Schwachen schützen müssen. In dieser Welt wird es immer Konflikte geben. Die Schwachen widersetzen sich den Starken und die Starken greifen die Schwachen an. Mit solchen Sachen befasse ich mich nicht. Aber widerwärtige Übeltäter, die es immer nur auf die Schwachen abgesehen haben, kann ich nicht ausstehen. So sollten sich die Starken nicht verhalten. Sie mögen stark sein, aber letztendlich sind sie doch Feiglinge. Ich hasse solche schamlosen Kreaturen. Sie müssen ausgemerzt werden. Ich vernichte, was ich verachte. So ist geil, Mann. Ich liebe ihn. Die Barriere befindet sich tief unter Shinjuku. Dort muss Skull Miramon sich aufhalten. Enttäusche mich nicht, Hacker. Cool. Hochsicherheit. Dann machen wir einmal Beschleunigung. Und dann let's do this. Skull Miramon. Wie sieht das Ding nochmal aus? Miramon wissen wir, wie das aussieht, aber Skull Miramon? Speicher ab. Oha. Ein Speicher ab. Warum bekommen wir das hier? Ich hoffe, ich habe nicht irgendwo schon mal eins vergessen, weil... Ja, moin. Ich möchte am Schluss alle haben. In Zusatz C und dann noch Wiederbelebungskapsel, wie ich davon nicht schon genug hätte, ne? Hallo? Ich möchte doch einfach nur darüber. Ah, das könnte jetzt mal ein längerer Fall werden. Interessant zumindest, auf jeden Fall. B666. Ist klar. Dass es überhaupt so einen Aufzug gibt, ist... Geschickter Patch. So. Geschwindigkeitslimitierung Chip B halten. Da ist es. Hallo. Das sollte nicht so schwierig zu hacken und zu deaktivieren sein. Oder? Ja, wollte ich doch gerade sagen. Der greift. Mann, wie viel Damage mache ich? Das ist ja ein Witz. Platin-Schrott. Das ist ein trauriger Witz. Hau drauf. Oh Mann. Schlimmste ist ja, dass nix geht. Überhaupt eine Chance hat. Das ist alles neutral. Platin-Schrott. Ich muss damit angreifen, weil sonst bin ich noch morgen dran. 20% schon abgeschlossen, graues Schwert. Bitte hau drauf. Das ist ja ein Witz. Dass ich dafür Schaden raushaue, ist echt lächerlich. Ja, schon auf 40%. Platin-Schrott.
Immerhin. Eine Kanone. Aha. Das ist mir jetzt egal, du kommst nicht mehr zum Zug. Voila. Das ist doch praktisch. Cool. Ich habe die Sicherheitswall der... Kann mir was heute hier drin sein. Los geht's. Nee, es geht noch nicht los, weil wegen... Lass mal Speicher ab. Sehr gut. Dann brauche ich das da. Und zwar, um hier noch ein bisschen zu erhöhen das Ganze. Und jetzt, let's go. Aha, das ist die andere Seite. Okay, Bankerweiterungslaufwerk. Cool. Ach ja, ich weiß, wie es aussieht. Doch, doch, doch. Okay, jetzt wo ich es von Weitem gesehen habe. Hilft doch jemand! Haha, lauf, du mickrige Kreatur. Wobei du es auch bleiben lassen kannst. Ich werde dich verbrennen. Warum tust du das? Ich habe dir doch nichts getan. Zum Spaß, warum sonst? Du bist schwach, ich bin stark. Ich tue es, weil ich es kann. Und ich bin nicht wieder fertig. Aber... Du verdirbst mir meinen Spaß. Na schön, dann bist du eben mein neues Spielzeug. Ich glaube, ich muss dich zu meinem Spielzeug ummodellieren, mein Freund. Okay, du wirst jetzt mein Spielzeug werden. Zuerst mal heiliges Licht. Wow. Das macht schon 200. Dann Platin-Schrott. Na gut, das macht nicht gerade... Ausweichangriff. Nee, oder? Angriff runter. Braucht doch dafür keinen Angriff. Überlegene Kanone. Verabschiede dich, mein Freund. Oder auch nicht. Gut, dann werde ich jetzt hier mal angreifen noch. Will mal gucken, wie viel Damage es zieht. Ja, schon mehr. Aber auch nur wahrscheinlich wegen der Combo-Attacke. So. Ja, Beschleunigungsschub. Ich gebe dir gleich Beschleunigungsschub. Wechsel auf Rosemon. Omnimon. Nee, Omnimon. Rosemon muss rein, weil... Mein Omnimon bringt gar nichts, das heißt, ich muss da ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Machtsturm. Wie bitte? Wie viel hast du meinen Kerubimon gemacht? Dein fucking goodness ernst? Okay. Geil, Mann. Dankeschön. Wie viel macht händisches Urteil? Und das macht nicht viel mehr und ich zahle 20 jedes Mal. Und das sieht mich eigentlich nicht die Bohne, was du da machst. Das gibt auf die Fresse, mein Freund. Das gibt auf die Fresse. Oh, Digga. Ich würde rennen gehen. Ja, ich wusste es. Macht nicht zu knapp Damage. Ja, ja. Aber jetzt macht Platinum Numemon dem Ganzen ein Ende. So. Mit Torsturz, okay. Arg, du hast ihn besiegt.
Dachtest du, dass es so leicht sein würde? Jetzt wirst du dafür zahlen. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Was denn jetzt schon wieder? Jetzt ist er wütend. Bist du dir sicher? Ausgezeichnet, ich werde dich verbrennen. Halt, das ist meine Beute. Oh, Belsimon. Oh, my fucking goodness. Mein Star. Einer der sieben Dämonenkönige, wie bist du hergekommen? Denk mal nach, du Idiot. Ich bin direkt nach die gekommen. Der Mensch hat meine Barriere deaktiviert. Ja, habe ich. Er war mir eine große Hilfe. Ich hätte nie gedacht, dass er dich gefügig machen würde. Ruf mich, falls du jemals meine Hilfe benötigst, dann sind wir quitt. Auf diesen Augenblick hab ich gewartet. Jetzt bekommst du, was du verdient hast, du Feigling. Warte, bitte vergib mir. Ich hatte das nicht durchdacht. Ich habe es einfach etwas übertrieben. Das macht doch jeder mal, nicht wahr? Ich verspreche es nie wieder zu tun, bitte. Ich habe meinen Stolz, ich werde Schwache niemals angreifen. Dann lässt du mich gehen, aber für jemanden wie dich mache ich keine Ausnahme. Nein, ah! Oh. Ich verrecke, Mann. Belsimon, er ist einfach der beste Mann. Du kannst jetzt Belsimon zu einigen Fällen mitnehmen. Ja, Mann. Ich feier's. Oh Gott. Belsimon hat aufgeräumt. Plugin. Und jetzt nur noch Cybergeister. Ich habe den Avatar eines toten Freundes in Eden gesehen. Kannst du dem nachgehen? Der sollte niemand benutzen. Okay. Hallo, glaubst du mir, was den Fall angeht? Ich habe in Eden eine Tote gesehen. Niemand will mir glauben. Du hast recht, du musst nachforschen, bevor du dir eine Meinung bilden kannst. Ich will dir von erzählen. Wir waren seit der Schule gut befreundet. Nach dem Abitur zog sie weg, aber wir blieben gute Freundinnen. Dank Eden war die Entfernung bedeutungslos. Wir konnten uns ständig treffen. Beim Chatten im Cyberspace hatten wir so viel Spaß, aber dann wurde sie krank und konnte nicht mehr nach Eden kommen. Vor 2 Monaten ist sie gestorben. Ihr Tod hat mich sehr mitgenommen, aber ich konnte nicht ewig trauern, also habe ich mich wieder in Eden eingeloggt. Und dann sah ich ihn. Ihr Avatar lief in Eden herum. Am Eingang zu Ebene 1 in Unterkolon. Früher war ich selbst mal eine Hackerin, aber ich habe vor langer Zeit damit aufgehört. Einmal habe ich sie dorthin mitgenommen. Ich wollte die Erinnerung wieder aufleben lassen, darum war ich dort. Ja, ich bin direkt an ihr vorbeigelaufen. Ich konnte ihr direkt ins Gesicht schauen. Ich bin mir sicher, dass sie es war. Ich war so geschockt, dass ich kurz erstarrte. Dann versuchte ich ihr nachzulaufen, verlor sie aber aus den Augen. Ich dachte, jemand würde ihren Account benutzen, also habe ich die Firma angeschrieben, die Eden betreibt. Sie meinten nur, ich hätte mich geirrt. Sie wollten mir gar nicht zuhören. Ihr Name ist Mashiko Sasada. Ich schicke dir ein paar Fotos. Okay, mehr kann ich dir nicht erzählen. Sieh dir die Fotos an, wenn ich mich irre, werde ich die Angelegenheit vergessen, aber wenn ich recht habe... Bitte sag mir Bescheid, wenn du bei deinen Nachforschungen etwas herausfindest. Sicher. Bevor ich dorthin gehe, wo Miyuki ihre Freundin gesehen hat, will ich wissen, ob die Admins nachgegangen sind. Ich werde dort zuerst nachfragen. Ich gehe zum Eden-Hauptgeschäftssitz von Kamishiro Enterprises. Okay. Meinen die da in Eden? Da. Du willst wissen, ob der Avatar von einem gewissen Mashiko Sasada von 2 Monaten in Eden gesehen wurde? Ja, dazu haben wir eine Anfrage erhalten. Wie ich damals sagte, muss es ein Irrtum gewesen sein. Jetzt geh schon, ich hab zu tun. Was? Ich mach gerade Pause, weißt du nicht, dass es wichtig ist, regelmäßig Pause zu machen? Und du unterbrichst meine Pause? Na schön, wenn ich es dir sage, gehst du dann? Ich habe die Kontoinformation für die Zeit überprüft, zu der Mashiko Sasada angeblich gesehen wurde. Es gibt
also dass sie zu der Zeit angemeldet war. Ihre letzte Anmeldung war vor 2 Monaten. Das bedeutet, dass ihr Konto seit 2 Monaten nicht mehr benutzt wurde. Es ist unmöglich, dass sie in Eden gesehen wurde. Aber uns wurde ihr Tod nicht gemeldet. Bist du sicher, dass sie tot ist? Wir machen das wie Banken. Wenn ein Nutzer stirbt, wird dessen Konto eingefroren. Sobald ein Angehöriger uns über den Tod benachrichtigt. Was, wenn uns niemand benachrichtigt? Dann können wir nichts tun. Eden ist nach wie vor ein relativ neues System. Viele Leute wissen nicht über den... Bist du ein Angehöriger, wenn du den Vorgang auf den Eden-Webseite einleitest, können wir das Konto einfrieren. So, jetzt habe ich geantwortet. Nun geh schon. Dankeschön. Geht doch. Der Account ist also noch aktiv. Dann ist es möglich, dass er gestohlen wurde. Jetzt ab und zu Ebene 1 in Untercolon besucht. Ja, kann sein. So. Da ist der Eingang zu Ebene 1 in Untercolon. Wirkt nichts ungewöhnlich. Oder doch? Das ist Mashiko. Sie sieht genau wie auf den Fotos aus. Hä? Sie ist verschwunden. Wenn die Dateien beschädigt waren oder wären, wäre das so nicht geschehen. Ich kann sie nicht mehr sehen, aber vielleicht kann ich sie verfolgen. Ich probiere es mal. Okay. Alle Accounts in der Nähe überprüft. Es gibt keine Hinweise auf Mashikos Account. Der Avatar schien auf dem Weg zu Ebene 1 zu sein. Ich sollte als nächstes dorthin gehen. Ah ja, stimmt. Ich kann das erst benutzen, wenn ich dort drüben bin. Oh ne. Ich will doch nicht gegen die kämpfen, ey. So, Hochsicherheit. Na bitte. Ja, und das Gute dran ist, dass ich jetzt die Omnimons, die trainiere, ist halt der, dass ich jetzt auch neue Digimon dabei haben muss. Will, wie auch immer. Gerade. Dann sehen wir auch so wie eben Platinum-Emon. Und dann sieht man auch gerade mal, wie stark es ist. La 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 la. Oder eben Rosemon im Burst-Modus. Habe ich jetzt gerade... Ah, doch, hier. Ich wollte schon sagen, habe ich mich jetzt irgendwie verlesen? Mal einloggen. Auch hier gibt es keinen Hinweis auf ihren Account. Wo ist sie nur hin? Wie läuft die Ermittlung? Ich habe mir Sorgen gemacht. Du hast sie gesehen? Wie ist dein Geist? Wie ein Geist, genauso kam sie mir auch vor. Letztes Mal habe ich vergessen zu sagen, dass die Admins meinten, es könnte ein Geist sein. Aber natürlich würde ein echter Geist nicht in Eden erscheinen. Ich dachte, dass ich mich vielleicht so sehr sehnte, sie zu sehen, dass meine Augen mir einen Streich gespielt haben. Aber da du sie jetzt auch gesehen hast, weiß ich, dass es kein Irrtum ist. Sie ist nicht mehr auf Ebene 1. Gerade hat mich ein befreundeter Hacker kontaktiert, um zu sagen, dass er jemanden gesehen hat, der wie sie aussieht. Aussah. Er war auf Ebene 4 von Colon. Vielleicht ist sie dahin gegangen. Ich mach dir nur ungern Druck, aber bitte such weiter. Ja, moin. Hätte ich jetzt das nicht, müsste ich alles zurückrennen. Euer Ernst gerade? Oh. Aber es ist doch unter Colon. Es ist nicht Colon gewesen, Ebene 4. Zum Glück kann ich jederzeit zurückgehen. Jetzt könnte ich mich verlesen haben. Ja,
Nee, finde ich jetzt ganz scheiße, dass ich hier keine Hochsicherheit mehr habe. Weil ich habe hier keinen Bedarf auf Digimon, die mir nicht gewachsen sind. Wie Belzemann schon sagt, man muss nicht zwingend gegen Schwache antreten. Außer man will trainieren. Aber selbst dann lege ich mich mit Leuten im Ultra-Level an. Und 4 gucken gehen. Da sehen wir gleich. Aha, hier ist sie. Wo ist sie jetzt hin? Ah, hinter uns, gut. Ach, Puppetmon. Ha, dein Gesicht, du hast das Zeug. Aber das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Ich hau dir jetzt eins mit dem Puppenhammer auf die Omme. So. Das tut gleich weh, mein Freund. Oh, eine dreifache Beerdigung. Ja gut, ciao. Hasta la vista. Auf Nimmerwiedersehen. Aha. Autsch, hättest du nicht etwas zarter mit mir umgehen können? Hehe, aber mein Geiststreich war total lustig, nicht wahr? Wenn ich den Avatar nicht steuere, macht er nichts wie eine Marionette. Es gibt einen Speicherserver mit vielen Avataren, genau wie diesem. Dieser Avatar war gerade auf dem Weg dorthin, aber der Zugriff auf den Server ist eingeschränkt, also musste ich ihn klauen, bevor er... Dachtest du, es wäre ein echter Geist? Ziemlich lustig, was? War nicht mal ein bisschen? Du bist langweilig. Na gut, ich höre auf. Ich werde etwas anderes finden, um mich zu amüsieren. Bringst du diesen Marionette zurück, wo sie hingehört? Danke, tschüss. Oh Mann. Ein Dick. So zum Spaß gestört. Der Server auf dem Puppetmann sie gefunden hat, dient wohl zum Sichern der Accounts von Verstorbenen. Dort bewahrt Kamishiro vorübergehend Accounts auf, bis das Einfrieren des Accounts abgeschlossen ist. Ihre Eltern hatten eine Anfrage zum Einfrieren des Accounts geschickt, aber vielleicht wurde das ganz unterbrochen, als ihr Account verschwand. Ich kann mir nicht sicher sein, dass es so passiert ist, aber ich werde die Eltern bitten, den Vorgang erneut zu starten. Das sollte verhindern, dass ihr Account wieder von anderen missbraucht wird, dann kann sie Frieden. Wie bin ich Puppetmann sogar dankbar. Es war vielleicht nicht wirklich sie, aber es war so schön, sie nach so langer Zeit wiederzusehen. Es war wie ein kurzer Traum. Danke jedenfalls für alles. Ich finde, mit Toten Spaß man nicht. Egal auf welche Art und Weise. Na gut. Wiederbelebungsspray, Wiederbelebungskapsel DX. Gut. Tja, das war's für heute, meine Freunde. Wir haben gebraucht. Wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Wir müssen jetzt sowieso zu Mirai. Und wir gehen jetzt noch nachfragen, was denn so abgeht. Im nächsten Part. Hoch, so ein trauriges Gesicht, hast du die verlaufen, blablabla. Auf ein Gerücht vor dem CD-Laden im zweiten Stock von Nakano Broadway. Das von unserem Schicksal kommt zurück, es hat mit ihm zu tun. Ach, es passiert wohl wieder. Remy nicht in ihrem Detektivbüro im Nakano Broadway. Die Leute, die ihre Hilfe brauchen, wissen nicht weiter. Komm ruhig wieder, wenn du dich verläufst. Okay. Ja, wir haben uns nicht verlaufen. Wir mussten dich ja fragen, du Kuh. Na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder im Broadway. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.